So, ich grüße euch recht herzlich. Könnt ihr mich sehen und hören? So, könnt ihr mich hier sehen und hören? Erste Frage in die Runde. Seid herzlich gegrüßt aus Berlin. Gratis-Webinare heute, um hier ein bisschen Schwung in die Vorbereitung zu bringen. Nämlich im März ist es ja schon soweit, das heißt in 2,5 Monaten für die Bilanzbuchhalter jedenfalls. Erste Frage deshalb, wer seid ihr? Wer ist Bilanzbuchhalter? Wer ist Steuerfachwirt? Wer ist Steuerfachangestellter? Ne, wer seid ihr? Deshalb kurz mal hier die Frage in die Runde. Bibu, yes, bisher ausschließlich Bibu, also angehende Bibu, ne? Ist ja klar, Steuerfachangestellte, alles klar. Ah ja, Ja, sehr schön. Sehr schön. Cool. Ja, das heißt, genau, damit ich weiß, ne, wie tief ich gehen soll, wie tief ich gehen darf und muss. Und das ist das eine. Dann hatte ich die Frage gestellt, wo ihr herkommt. Und die hatten manche beantwortet. München, alles klar. Ja, Berlin sehe ich hier. Bergisch Gladbach, sehr schön. Würzburg, alles klar. Stuttgart. Birgte, Jennifer, wo ist denn Birgte? Und woher aus Ostfriesland kommt die Mareike? So, die anderen Städte kenne ich. Jo, 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 alles klar. So, Flensburg, Essen, Wesemarsch, zwischen Münster und Osnabrück. Aha. Okay, zwischen Münster und Osnabrück, also nicht hier. Ja, okay, verstehe. Doch, doch, verstehe. Da in der Ecke. Na gut, na gut. Dann würde ich sagen, wenn ihr Bock habt. Esens, alles klar. Ich dachte, du hättest dich verschrieben. Okay, es tut mir leid. Esens. Also ich habe mir extra hier hinter dem Greenscreen ist eine große Deutschlandkarte. Da werde ich mal hinterher nachschauen, wo Esens denn überhaupt liegt. Also, ich hatte euch die Aufgaben zugemailt heute Morgen. Die Aufgabenstellung habe ich euch zugemailt. Das ist das hier, genau. Ne, wir reden heute über das schöne Thema Leasing und wer Bock hat, sich den gesamten Abend zu versauen, also die zweite Hälfte, der darf um 19 Uhr gerne nochmal weiter dabei sein im Fach Kommunikation, Führung und Zusammenarbeit, wo es um Führungsstile geht. Auch dazu hatte ich die Aufgabenstellungen rausgeschickt. In diesem Webinar, also das Webinar ist voll, ne? Da ist keine Anmeldung mehr möglich. In dem anderen sind, glaube ich, noch 4 Plätze frei. Ne? Wer also da kurzfristig noch Bock hat, meine ich, könnte auch sogar noch dazu stoßen. So, genau, die Aufgabenstellung habt ihr also am Start. Wer sie nicht hat, sage bitte Bescheid, denn die also heute in den letzten Stunden erst dazugekommen sind, ne, dürften diese Aufgabenstellung dann noch nicht haben, beziehungsweise haben sie sich downgeloadet aus dem Kursbereich. Genau, und die zweite Sache, die ihr haben müsstet, sind meine neuen Paragraphenketten. Yeah, die ich auch lange Zeit angekündigt hatte. Und endlich sind sie kurz vor der Vollendung. Ne, ich bin gerade dabei, sie so weit fit zu machen, dass ich hier, also das, was sich im Inhaltsverzeichnis verbirgt, hier dann in meinen Online-Shop bringen kann. Wir besprechen also heute das. Den Spezialfall des Leasing. So. Und zwar diese ganzen Rechtsquellen, will sagen HGB, ESTG, ESTH, ESTR und BMF schreiben. Es ist doch so, dass die Paragraphenketten das Grundgerüst, das Skelett gewissermaßen der Klausurbeantwortung sind. Und wer die Paragraphenketten gut drauf hat, der hat die Richtung drauf. Die dann auch schlussendlich die fast immer richtige Richtung sein wird, wenn er die Paragraphenketten hier beherrscht. Wer die Paragraphenketten nicht beherrscht, der bricht schon beim Skelett dann zusammen. Der kriegt nicht nur nicht die Fußgängerpunkte, die Wahrscheinlichkeit ist auch relativ hoch, dass er in die falsche Richtung läuft und so. Also eine Klausuraufgabe richtig zu beantworten, ohne das Grundgerüst zu verstehen der Paragraphenketten, ist schwer möglich. Deshalb ist das hier eine notwendige Voraussetzung und fast auch schon eine hinreichende, um hier gut zu punkten. Ne? Wir werden also uns diesen schönen Spezialfall Leasing hier angucken. Auch das müsstet ihr am Start haben.
jedenfalls dann bezogen auf den Spezialfall Leasing. Bam. So, und wer dann noch, weiter hier was wissen will, der darf außerdem, na, irgendwo hatte ich den Leasingerlass doch hier abgespeichert, aber ich sehe ihn gerade nicht mehr. Wer den Leasingerlass am Start hat, gebe uns kurz den Link. Ich hätte schwören können, ich hatte ihn vorher runtergeladen. Egal. So, also, was wollte ich sagen? Das nicht jetzt. Genau, bam, bam, bam. Kann man bitte gerade jemand den Leasingerlass suchen? Verflixt nochmal, ich hatte ihn doch. Wo habe ich ihn denn? Muss ich nochmal gerade hier raussuchen. Das BMF-Schreiben, also vom 21.04.1971. BMF-Schreiben. Es ist nämlich da nicht mehr so leicht, den im Internet zu finden, den Leasing-Erlass. So, Leasing-Erlass des BMFs. Bam, bam, bam. Ja, da nicht. Vielleicht dort. Mal gucken. Nee, nee, nee. So. Ah ja. Wie sieht es denn da aus? Ich sagte doch. Ich wusste doch. Irgendwo hatte ich das doch hier rausgesucht. Okay. So. Dann würde ich sagen, ne? HGB und ESTG auch noch am Start zu haben, ist nicht schlecht, ist nicht verkehrt. Und außerdem das hier vom Bundesfinanzministerium wäre auch nicht so verkehrt, wenn ihr das am Start hättet. Ich kann mal gerade den Link hier euch kopieren. Bam, bam, bam. So, bitsch, batsch. Vom Bundesfinanzministerium. Yes. Jetzt habt ihr den also am Start. Also das, was ihr in der Klausur benötigt. Wer geht denn jetzt rein im März? Wer geht jetzt im März rein? 2023 und wer geht erst im September 2023 rein und wer geht vielleicht erst in 2024 in die Prüfung? Ah ja, Jennifer erst im September, die anderen und Annemarie auch, alles klar. Die da, Daria auch. Daria, herzlich willkommen. So, also ein paar gehen im September rein und kann das sein, dass die Frauenquote heute wieder 100% ist? So, letztes Abschweifen, bevor wir fachlich werden. Ich suche die. Bei Dervis bin ich mir nicht ganz sicher, muss ich zu meiner Schande gestehen. So, Halina ist weiblich. Ja, 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 ja. Nee, ich sehe ansonsten. Ah, Michael. Michael hat sich versteckt, genau. So, gut. Tanja, herzlich willkommen. Gut, alles klar. Dervis ist männlich nach eigenem Bekunden. Wollen wir anfangen? Wollen wir loslegen? Den Leasingerlass werdet ihr erhalten. Den Leasingerlass, also den müsst ihr nicht etwa auswendig kennen. Trotzdem ist es wichtig, dass ihr den Leasingerlass schon vorher gelesen habt. Denn wenn ihr das erste Mal ihn in der Prüfung erhalten solltet, jetzt im März 2023 oder im September 2023, wenn ihr das erste Mal euch mit diesem großen Thema befasst in der Prüfung, dann ist das relativ spät. Zu spät, würde ich sagen. Das ist der zweitwichtigste, das zweitwichtigste aller BMF-Schreiben, dieser Leasingerlass, 19. April 1971. Also lange vor eurer Zeit, 10, 15 Jahre, bevor ihr geboren wurdet. So. Das wichtigste aller BMF-Schreiben ist das vom 2. September 2016. Also es gibt verdammt wichtige BMF-Schreiben. Das hier vom 2. September 2016 ist gewissermaßen das Wichtigste, wo es um die Teilwertabschreibung geht. Denn man braucht ja eine dauernde Wertminderung, damit man eine Teilwertabschreibung vornehmen darf. Nicht muss, sondern darf. Und wann ist eine Wertminderung dauernd? Da hat das Steuerrecht durchaus eine andere Sicht auf die Dinge als das Handelsrecht. Und das wird also im BMF-Schreiben vom 2. September 2016 hier kundgetan.
Und das zweitwichtigste aller BMF-Schreiben ist jenes vom 21. April 1971. Und zwar, das ist dieser sogenannte Leasing-Erlass. Leasing-Erlass. Hierfür, es gibt noch andere Leasing-Erlasse, aber jenen Leasing-Erlass, den wir hier benötigen, der ist also vom 21. April 1971. So, wir unterscheiden Operate Leasing und Finance Leasing, Finanzierungsleasing also. Und da wollen wir mal gucken. Also, nämlich, wir müssen ja erstmal die Aufgabenstellung lesen. Ne? So, die Aufgabenstellung. Ich glaube, da wurde gerade eine Frage geschrieben. Das ist die Aufgabenstellung nochmal. 19. Ja, habe ich mich im. Ich war mir nicht ganz sicher, aber okay, schreibe ich gleich auch noch hin. 19. April, meinetwegen. genau. Also, die JEDI GmbH und der neue Bilanzbuchhalter haben folgenden Sachverhalt noch gar nicht abschließend hier bearbeitet. Und dann wollen wir das mal nachholen und diesen Sachverhalt abschließend bearbeiten. Denn wir benötigen eine neue Maschine. Die JEDI GmbH benötigt eine neue Maschine. Und konnte diese Maschinenhandel nicht erwerben, sondern vielmehr musste diese Maschine von der Neu GmbH erst hergestellt werden. Und die JEDI GmbH liest diese Maschine dann, mietet sie mit gewissen Möglichkeiten hier, Kaufoptionen, Mietverlängerungsoptionen, was auch immer, mit gewissen Zusatzmöglichkeiten, die über die Miete hinausgehen und die den Leasingvertrag auch von dem Mietvertrag unterscheiden. So, seit dem 13. Januar 2022. Ne? Genau. Das heißt, am besten notieren wir uns das Ganze. JEDI und dann, wie heißt die andere? Das ist hier die Leasing AG. Bam. Die Leasing AG. Wir haben also zwei Unternehmen, die hier schon mal erwähnt werden. Vielmehr musste diese erst von der Neu GmbH hergestellt werden. Ah ja, so. Drei Unternehmen sind irgendwie hier beteiligt. Die Neu GmbH stellt die Maschine her und verkauft die Maschine an die Leasing AG. Ne? Und die Leasing AG verliest die Maschine an die JEDI GmbH oder was auch immer. Ich glaube schon, GmbH. Leasing. So, das Leasing findet also hier statt, zwischen der JEDI und der Leasing AG. Und der Verkauf, das ist das. Es ist nicht verkehrt, sich das so klar zu machen. Und es ist auch nicht verkehrt, sich die grundsätzlichen Daten dann auch schon mal aufzuschreiben. Nämlich die Anschaffungskosten der Leasing AG betrugen 1,4 Millionen Euro. Anschaffungskosten betrugen 1,4 Millionen Euro. Und zwar, das ist das Wichtige, die Anschaffungskosten, die der Leasinggeber hatte. Nicht der Leasingnehmer, sondern die der Leasinggeber hatte, als er diese Maschine dort erwarb. Vertragsdauer des Leasingvertrags liegt bei 5 Jahren. Und man nennt das die sogenannte Grundmietzeit. Die Grundmietzeit ist also jene Dauer, während der die Maschine nicht gekündigt werden kann, der Leasingvertrag nicht gekündigt werden kann. Das heißt, die Grundmietzeit ist die unkündbare Zeit. Die Grundmietzeit ist die unkündbare Zeit. Wichtig ist außerdem, dass wir die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer aber bei 8 Jahren haben. Das heißt, diese Maschine hat eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, im Zweifel nach AFA-Tabellen von 8 Jahren, und der Leasingvertrag ist 5 Jahre lang nicht kündbar. Und am Ende könnte dann eine Option hier irgendwie Platz greifen. Die Leasingrate wird während dieser Grundmietzeit hier jährlich entrichtet. 300.000 Euro. So machen wir das schön. Alles hier rausschreiben. Weiße Bescheid. Bei Vertragsschluss ist eine Sonderzahlung zu entrichten, welche bei 200.000 Euro lag und liegt. Zahlung 200.000 Euro, also einmalig 200.000 Euro sind dann zu entrichten. Bei Vertragsende kann für einen Betrag von 40.000 Euro eine Kaufoption ausgeübt werden. Aha,
Das ist ja ein relativer Spottpreis. Kaufoption 40.000 Euro. So, Kaufoption 40.000 Euro. Und bisher wurde das Ganze so gebucht, sonstiger betrieblicher Aufwand an Guthaben bei Kreditinstituten. Ich mache das Ganze immer so: Gelb sind bilanzielle Konten, also Bilanzkonten, und grün sind G&V-Konten. Damit man nämlich auf einen Blick sieht, ob das Ganze hier erfolgswirksam ist oder auf es erfolgsneutral hier daherkommt. Ne, also es wurde, diese Sonderzahlung wurde gebucht als Aufwand des jetzigen Jahres. Und das kann falsch sein, denn warum sollten wir das ausgerechnet dem jetzigen Jahr zuordnen? Ne, also darüber werden wir nachdenken müssen. Sicherlich richtig ist, dass wir das Bankkonto hier gesenkt haben. No, das ist sicherlich richtig. Auch bitte daran denken, dass die IHK es sehr gerne sieht, wenn ihr Guthaben bei Kreditinstituten schreibt und nicht etwa Bank. Das wäre eine ganz wichtige Sache. Wer Fragen hat, immer rein in den Chat damit. So, okay. Und das war's erstmal. Und dann ist natürlich die Frage, aus wessen Sicht wir das Ganze hier betrachten. Aus wessen Sicht wir das Ganze betrachten. Gehen wir dazu mal in die schönen Paragraphenketten. In die schönen Paragraphenketten. Denn das müsst ihr für euch in der Klausur beantworten. Es gibt also ja vier Fälle offensichtlich. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Machen wir das Ganze aus der Sicht des Leasinggebers oder des Leasingnehmers? Und ob dann hier der Leasingnehmer oder der Leasinggeber aktiviert, diese Frage können wir jetzt noch nicht beantworten, aber ihr könnt auf jeden Fall sagen und solltet das jetzt auch tun, bitte, machen wir also die Betrachtung aus Sicht des Leasingnehmers oder des Leasinggebers? Bitte beantworten. Aus Sicht des Leasingnehmers behauptet die Molit. Genau, weil die jede GmbH nun mal der Leasingnehmer ist und hier für den Leasingnehmer das Ganze also gemacht werden soll. Ne, das ist ganz wichtig. Also, das heißt, in dieser Aufgabe nicht etwa das, nicht die Sicht des Leasinggebers einnehmen und gucken, was da gemacht wird, sondern die Sicht des Leasingnehmers einnehmen. Das ist also hier entscheidend. Sehr schön. Das war auch schon der erste Schritt. Das war auch schon der erste Schritt. Und diese Paragraphenkette solltet ihr natürlich nicht jetzt in der Klausur rausholen, auf dem Fuschzettel und so, ist ja, das wisst ihr dann auch so. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt also hier in dieser schönen Tabelle, dass der Leasingnehmer aktiviert oder wir sind in der Tabelle direkt dahinter, dass der Leasinggeber aktiviert. Das wissen wir noch nicht, das können wir an dieser Stelle noch nicht sagen. Gehen wir aber mal rein in die erste Tabelle, weil wir dann schlussendlich dann auch hier sehen werden, was denn da so abgeht und bei wem wir dann landen, ob der Leasingnehmer oder der Leasinggeber aktiviert. Übrigens, Leasing nach IFRIS ist wiederum ganz anders. Der IFRIS 16, der 2, 3 Jahre jetzt alt ist, der hat das Ganze nochmal völlig anders jetzt aufgerollt. Ne, da mache ich ein Webinar dazu, ein Praktika, ein Firmenkurs-Webinar im März, glaube ich, oder April. Wie also Leasing nach internationaler Rechnungslegung erfolgt, ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Wir machen es heute nur nach nationaler Rechnungslegung, also national handelsrechtlich HGB, beziehungsweise national steuerrechtlich ESTG oder BMF schreiben. So. Richtig ist 246 Absatz 1 Satz 2. Denn normal rechtliche Zugehörigkeit, der rechtliche Eigentümer muss bilanzieren. Aber es reicht auch bereits schon die wirtschaftliche Zugehörigkeit. Und das ist die Essenz des 246 Absatz 1 Satz 2. Dieser Satz 2 also sagt, und das ist die Aussage, dass die wirtschaftliche Zugehörigkeit bereits reicht. Wenn ihr etwas mit einem Eigentumsvorbehalt geliefert kriegt, also solange ihr nicht bezahlt, gehören euch die Kisten nicht, die ihr da geliefert kriegt, so müsst ihr die Kisten trotzdem aktivieren, wenn und weil ihr der wirtschaftliche Eigentümer seid. Also das rechtliche Eigentum, oder besser ausgedrückt, es reicht schon das wirtschaftliche Eigentum, sodass man aktivieren muss. Sodass man aktivieren muss. Ne? Also bitte den 246 Absatz 1 Satz 2 HGB als erstes
schreiben. Und dann ist die Frage, tja, was ist denn die wirtschaftliche und wer hat denn die wirtschaftliche Zugehörigkeit? Ist die wirtschaftliche Zugehörigkeit beim Leasingnehmer oder beim Leasinggeber? Und darüber entscheidet das BMF-Schreiben dieser schöne Leasing-Erlass. Ja, also wem die wirtschaftliche Zugehörigkeit hier zuzuordnen ist, also wer das wirtschaftliche Eigentum hat, das wollen wir dann mal gucken und das gucken wir im schönen Leasing-Erlass. Gut, und dazu gehen wir dann mal rein in den Leasing-Erlass, den ich ja eben nicht gefunden hatte. Ne? Ach Gott, ey. So, ich bin gespannt, ob ich ihn jetzt finde. Irgendwie. Aber zum Glück hatte ich den Link hier bam, 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 hochgeladen. Da, so. Zap, dort. Genau. So, da haben wir ihn doch wieder. Das also mal bitte aufschlagen. Ertragsteuerliche Behandlung von Leasingverträgen über bewegliche Wirtschaftsgüter. Nur irgendeine Maschine, die hier verkauft wird, also ein bewegliches Wirtschaftsgut. Das ist offensichtlich zu bejahen. So. Laber, 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 ganz am Anfang. Fraglich ist, ob überhaupt Finanzierungsleasing vorliegt. Finanzierungsleasing ist nur dann anzunehmen, wenn der Vertrag über eine bestimmte Zeit abgeschlossen wird, ist richtig, 5 Jahre. Das heißt hier Arabisch 1, Lateinisch A, yes. Ne, der Vertrag wird eine bestimmte Zeit abgeschlossen. Während der Vertrag bei vertragsgemäßer Erfüllung nicht gekündigt werden kann, die Grundmietzeit 5 Jahre. Ne, das heißt A ist erfüllt. Und A und B sind mit und verknüpft. Also beide müssen erfüllt sein. Wie heißt es, wenn zwei Voraussetzungen beide gelten müssen, damit wir weitermachen können? Also nicht mindestens eine Voraussetzung muss erfüllt sein, sondern beide Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Wie heißt das Wort? Und gerne könnt ihr auch das andere Wort sagen, wenn nur eins erfüllt sein muss oder mindestens eins. Also wie heißt, wenn beide Voraussetzungen erfüllt sein müssen? Und wie heißt es, wenn nur eine, mindestens eine Voraussetzung erfüllt sein muss, damit die Rechtsfolge greift? So. Damit die Rechtsfolge greift. Die Antwort ist, seid ihr noch dabei? Nicht, dass hier Fragen zu schwer sind. Ihr seid dabei, ja. So, aber die Antwort von der Molit ist nicht richtig. Kumulativ, also wenn beides erfüllt sein muss, damit die Rechtsfolge greift, dann spricht man von dem kumulativen Vorliegen. Wenn die Voraussetzungen kumulativ vorliegen, dann liegen sie beide vor. Und wenn sie alternativ nur vorliegen brauchen, dann reicht es, dass mindestens eine vorliegt, damit die Rechtsfolge greift dessen, was wir da haben wollen. Also das Wort kumulativ, das wollte ich hören. B, wenn der Leasingnehmer mit den in der Grundmietzeit zu entrichtenden Raten mindestens die AKHK deckt. Bam. Und hier ist die Antwort, 5 mal 300.000 ist größer als 1,4 Millionen. 5 mal 300.000 ist größer als 1,4 Millionen Euro. So ist das doch. Ja. So ist das doch. Das heißt, liegt Finanzierungsleasing vor? Das klären wir im Leasing-Erlass, und zwar hier vorne. Und zwar dort. A und B müssen beide erfüllt sein, müssen also kumulativ erfüllt sein, damit Finanzierungsleasing hier überhaupt gegeben ist. Denn nur für Finanzierungsleasing greift der Leasing-Erlass. Für Operate Leasing würde er gar nicht greifen. Das müssen wir also hier checken, ob überhaupt Finanzierungsleasing gegeben ist. Und die Antwort ist ja. Frage, welcher Typ von Leasing liegt denn überhaupt vor? Welcher Typ von Leasing liegt hier vor? Was würdet ihr sagen? Es gibt 4 Stück. Es gibt 4 Stück. Leasing ohne Option. Leasing ohne Option. Leasing mit Kaufoption. Leasing mit Mietverlängerungsoption. Oder aber Spezialleasing, wenn etwas explizit für jemanden hergestellt wird. Und ich mache mal eine kleine Umfrage.
hier an dieser Stelle, damit ihr mal hier in die Puschen kommt. Ich habe den Eindruck, ihr seid viel zu still. Also, welcher Typ? Leasing liegt vor, Fragezeichen. Bam, bam, bam. 1, 2, 3, 4. Bitte jetzt hier sagen. Also, ein Leasingvertrag ohne Option 1, ein Leasingvertrag mit einer Kaufoption 2, ein Leasingvertrag mit einer Mietverlängerungsoption wäre 3 und ein Leasingvertrag, der Spezialleasing ist, wäre 4. Ne? So, ha. Das wollte ich. Denn die große Mehrheit macht es falsch. Bam. So. Die große Mehrheit macht es falsch. Und das ist gut so. Das ist gut so, dass ihr das jetzt falsch macht. Dann macht ihr es nämlich in der Prüfung nicht mehr falsch. So, 27, ja, erst die Hälfte hat abgestimmt. Zum Glück wisst ihr nicht, was falsch ist. Also zum Glück seht ihr nicht den Kuchen, den ich hier sehe. Ne? Also ein paar Stimmen könnten es noch sein. 10 Sekunden habt ihr noch. Lediglich 30% haben hier die richtige Antwort gegeben bis jetzt. Der Rest, 70%, eine falsche. Klar ist, dass es die C, dass es die 3 nicht ist. Yes. So. Mit Verlängerungsoption liegt nicht vor. Ansonsten sind alle Farben hier gegeben. Und ich präsentiere mal die Umfrage. Bam, da seht ihr es. Und richtig ist aber nur die D. Richtig ist Spezialleasing und alles weitere ist falsch. Und die schlechte Nachricht ist, all jene, die B angekreuzt haben, Vertrag mit Kaufoption, würden dann im Weiteren in der falschen Richtung landen und wenig bis null Punkte bekommen. Ne? Möglicherweise landen sie bei dem richtigen Ergebnis, nämlich dass der Leasingnehmer hier aktiviert, was nämlich das richtige Ergebnis gleich sein wird, aber durch eine falsche Argumentation. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass jeder, der hier B angekreuzt hat, null Punkte kriegt. Auf jeden Fall kriegt er massive Punktabzüge. Auf jeden Fall liegt er, genauer gesagt sie, dann in dem falschen, in der falschen Abzweigung, hat also falsch abgebogen. So, und die 1 anzukreuzen, das ist ja ganz falsch. Ne, weil ohne Option, das ist ja ganz falsch. So, wer hier 1 angekreuzt hat, das ist falsch. Yes, 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 yes. Sehr schön. Julia wird in 2023 Bibu. Das ist mal klar. Yes. So, machen wir weiter. Das heißt, es liegt Spezialleasing vor, aber warum? Warum liegt denn Spezialleasing vor? Kann ja jeder sagen. Kann ja sein, dass ich hier einfach mal lüge, ne? Wer weiß. Also, bla 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 bla. Wo steht das? Diese Konto. Vielmehr musste diese erst von der Neu GmbH hergestellt werden. Das da ist Spezialleasing. Also das ist heimlich still und leise die Special-Info der IHK, dass es Spezialleasing ist. Denn die Aufgabe habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Ich bin zwar ein gemeiner Mensch, aber ich mache immer die Gemeinheiten des Prüfers, des jeweiligen Prüfers, sei es Steuerberaterkammer oder hier IHK, und mache sie so gemein weiter. Also diese Schweinerei ist von der IHK, nicht von mir. Ne? Genau. Ja, die Maschine musste extra hergestellt werden für die Bedürfnisse und auf die Bedürfnisse des Leasingnehmers hier abgestimmt. Das ist wichtig zu sagen. Na schön. Das also dazu Spezialleasing. Und bei Spezialleasing ist es dann aber so, dass die Frage der Zuordnbarkeit, also wer hier aktiviert, total leicht ist. Ne? Also römisch 2 sind wir also nicht bei A, sondern auch nicht bei B, nicht bei C, sondern bei D. Es handelt sich um Verträge über Leasinggegenstände, die speziell auf die Verhältnisse des Leasingnehmers zugeschnitten sind und nur beim Leasingnehmer hier überhaupt, ja, sinnvoll verwendet werden können. Also nur der Leasingnehmer wird eine Verwendung haben für diesen Gegenstand. Und das könnte mit einer
Klausel dann sein. Das könnte mit einer Kaufoption, das könnte auch mit einer Mietverlängerungsoption hier versehen sein, wie dort geschrieben steht, muss aber nicht. Wichtig ist aber, dass ihr seht, dass wir im Spezialleasing sind. Und dann ist es so, wer muss das denn hier überhaupt aktivieren? Wer muss das aktivieren? Wenn wir keine Option hätten, wäre es eine komplizierte Berechnung. Wenn wir eine Option hätten, wäre es auch eine komplizierte Berechnung oder wenn wir nur eine Option hätten. Aber wenn wir über Spezialleasing reden, bam, 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 looky, looky, bouts. Bei Spezialleasingverträgen ist der Leasinggegenstand regelmäßig dem Leasingnehmer zuzurechnen. Egal wie das hier ist mit Kauf- oder Mietverlängerungsoption, der Leasingnehmer muss etwas aktivieren, was speziell für ihn hergestellt wurde. Bouts. Das ist also eine ganz wichtige Geschichte. So. Patsch. Paragraphenketten. Genau, da wollte ich hin. Also steuerliche Zurechnung. Ne? Nach Maßgabe des gefundenen Typs. Und nämlich in Römisch 2. Das heißt, wer sich in Römisch 2 verrannt hat, kann nicht mehr zum richtigen Ergebnis kommen. Also schon, ne? Aber die Argumentation wird auf jeden Fall falsch sein. Das heißt, wer in 2 raus ist, der ist mit einem massiven Punktabzug hier leider bedacht. Sehr schön. Ne? Das heißt, wir haben es hier so, dass der Leasingnehmer aktiviert Spezialleasing. Spezialleasing. Leasingnehmer aktiviert. Und damit sehen wir auch, dass wir die gesamte Zeit in der richtigen Tabelle hier sind. In der richtigen Tabelle, in meinem Kochrezept, in meinem Dingsbums hier. Da. Der Leasingnehmer aktiviert. Wir betrachten den Leasingnehmer und er aktiviert auch. Das heißt, wir müssen nicht etwa die Tabelle wechseln, sondern das ist hier die richtige Vorgehensweise, in dieser Tabelle zu sein. Bei Fragen, ne, immer rein damit. Immer rein damit. So. Das heißt, das war der Ansatz. Ansatz, Ausweis, Bewertung sind die drei großen Fragen der Klausur 1, sind die drei großen Fragen aus dem Fach Geschäftsvorfälle erfassen und nach Rechnungslegungsvorschriften und so weiter und so weiter. Ihr kennt den Namen des Faches. Das war also das erste, der Ansatz. Ansatz beim Leasingnehmer, weil er der wirtschaftliche Eigentümer ist. Kommen wir zum Ausweis. Naja, dann nehmen wir hier entsprechend Sachanlagevermögen. Ne? Und dann speziell was? Was würdet ihr sagen? 1, 2, 3, 4. Es dürfte technische Anlagen und Maschinen sein. Und das müsste, ich vermute, Arabisch 2. Ja. Nein, nein, das BMF-Schreiben wird euch genannt werden und gegeben werden. Das BMF-Schreiben wird beiliegen. Möglicherweise nur auszugsweise. Ne, ich habe hier das BMF-Schreiben komplett. Möglicherweise kriegt ihr nur einen Auszug des Ganzen, den ihr dann braucht. Jo. Also da kannst du dich darauf verlassen, dass der gegeben sein wird, zumindest in den relevanten Teilen. Ausweis. Kommen wir zum letzten Drittel, aber zum schwierigsten, zur Bewertung. Die Bewertung zerfällt in Erstbewertung, wie immer, und in die Folgebewertung. Bam. Ne? Denn, Konstanze, die relevanten Paragraphen aus ESTG, aus HGB, die haben längst nicht alles. Die Entscheidung wird im BMF-Schreiben hier getroffen. Das BMF-Schreiben, ohne das BMF-Schreiben hast du keine Chance. Also das brauchst du schon. Das brauchst du schon. Richtig ist, dass der Leasingnehmer hier bei der Erstbewertung das Ganze zu den Anschaffungskosten aktiviert. Das Ganze zu den Anschaffungskosten aktiviert. Wenn der Leasingnehmer aktiviert und wir ihn betrachten, dann heißt das, dass er den Leasinggegenstand zu Anschaffungskosten aktiviert. Anschaffungskosten 1,4 Millionen Euro. Und außerdem eine Leasingverbindlichkeit hier auch passiviert. Eine Leasingverbindlichkeit außerdem auch in Höhe von
diesen 1,4 Millionen Euro. Das heißt, das sind die beiden Positionen, die der Leasingnehmer hier entsprechend beachten muss. Ne? Den Vermögensgegenstand, das Wirtschaftsgut entsprechend aktivieren und eine sogenannte Leasingverbindlichkeit passivieren. Was ist mit der Leasing-Sonderzahlung, mit den 200.000 Euro? Was ist mit der Leasing-Sonderzahlung? Da wurde das ja als Aufwand hier behandelt. Ist das so richtig oder falsch? Wie wärt ihr da vorgegangen? Aktivieren aber als was? Genau, als Arab. Ne, die Sonderzahlung ist ein Arab, weil es Ausgabe jetzt, aber Aufwand später ist. Das heißt, es ist nicht richtig, das als Aufwand komplett dem Anfang zuzuordnen, sondern wir müssen es ja pro rata temporis hier, es muss entsprechend die gesamte Laufzeit mit Aufwand bedacht werden. Das heißt, hier muss ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten untersucht werden und dann auch für gut befunden werden, 250 Absatz 1 HGB. Das sind die drei Positionen. Und dadurch haben wir dann direkt auch natürlich den schönen Buchungssatz. Also der Buchungssatz in der Aufgabenstellung war falsch, der Buchungssatz. Wir müssen viel mehr buchen. Technische Anlagen und Maschinen, 1,4 Millionen Euro an Verbindlichkeiten aus L&L. An Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1,4 Millionen Euro. Das ist ein Bilanzkonto, das ist ein Bilanzkonto, will sagen, das eine Bilanzkonto, die Verbindlichkeiten steigen und das andere Bilanzkonto, das Aktivkonto, steigt auch. Also eine Bilanzverlängerung. Ne? Genau. So. Mit dem Arab machen wir später. Genau, mit dem Arab kommen wir später dazu. Darauf gehe ich noch ein. So, dann haben wir das Problem der Leasingraten. Das Problem der Leasingraten. So, was geht denn hier ab? Na, wie ist das denn hier mit dem, was steht denn diesbezüglich im Leasingerlass? Der Leasingerlass wird jetzt ein bisschen kompliziert. Deshalb fand ich es gut oder deshalb ist es wichtig, dass man das hier mal so in diesem Paragraphenketten-Dingsbums dann hat. Bam. So. Und zwar, was steht denn dort? Steuerliche Zurechnung und so weiter. Wir sind aber hier viel weiter. Bilanzmäßige Darstellung beim Leasinggeber, nee, sondern beim Leasingnehmer. Und außerdem hier also römisch 5, arabisch 1. Bla, bla, bla. Außerdem wird er das Ganze jetzt abschreiben und dann halt die Leasingraten teilen. Die Leasingraten sind in einen Zins- und in einen Kostenanteil sowie einen Tilgungsanteil aufzuteilen. Oh Gott! Und zwar mit der Zinsstaffelmethode. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's aber mal richtig ab, Leute. Mit der Zinsstaffelmethode. So. Ne? Also zum einen in der Folgebewertung. In der Folgebewertung ist es hier so, dass die Abschreibung gemacht wird. Abschreibung steht dem Leasingnehmer zu. Und zwar eine Abschreibung, steuerlich nennen wir die planmäßige Abschreibung AFA. Das ist ganz wichtig. Planmäßige Abschreibung heißt es handelsrechtlich, AFA heißt es steuerrechtlich. Und außerplanmäßige Abschreibung heißt es handelsrechtlich und Teilwertabschreibung heißt es steuerrechtlich. Das also bitte auseinanderhalten. So, Anschaffungskosten dividiert durch 5 oder durch 8? Wer würde durch 5 dividieren und wer würde durch 8 dividieren? Sehr gut. 1,4 Millionen Euro durch 8 ist 175.000 Euro. Ne, das heißt, der Restbuchwert liegt bei 1,225 Millionen Euro. Sehr schön. Und die Leasingraten 300.000. So, das ist Schritt 1.
Die Leasingraten zerfallen in einen Zinsanteil und in einen Tilgungsanteil. Wobei ja Zins etwas G&V-Technisches ist und Tilgung etwas Bilanztechnisches ist. Also Tilgung deshalb hier gelb angemarkert und Zins grün angemarkert, weil Zins Teil der Gewinn- und Verlustrechnung ist. So, jetzt müssen wir, Schritt 2, erstmal gucken, wie hoch ist denn der Zinsanteil insgesamt? Der Zins insgesamt ist Summe der Leasingraten minus Anschaffungskosten. Das steht so nicht so schön drin, wenn es überhaupt drin steht. Leasingraten 300.000 Euro mal 5. Anschaffungskosten 1,4 Millionen Euro. Das heißt, nach Adam Riese und Fritzchen IHK sind das 100.000 Euro. 100.000 Euro, die hier insgesamt der Zinsanteil sind. Und daraus machen wir Schritt 3, den Zinsanteil für das erste Jahr. Zinsanteil in 2022 und zwar mit der Zinsstaffelmethode. 100.000 mal n durch 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter bis plus n. Das ist die sogenannte Zinsstaffelmethode, die ihr auch von dem Arab kennen solltet beim Disagio. Also Thema Disagio führt auch zu einer Zinsstaffelmethode. N ist 5. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Was ist das? Was ist die Summe der Zinszahlen? So drückt das die IHK manchmal aus. Das ist 15, genau. Was man im Kopf hier machen kann. Und man kann es auch mit der Gaußschen Summenformel machen. N mal n plus 1 durch 2. Das ginge auch. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter bis plus n ist n mal n plus 1 durch 2. Gaußsche Summenformel. Denn wenn ihr 5 einsetzt, n gleich 5, dann haben wir auf der rechten Seite 5 mal 6 durch 2. 5 mal 6 durch 2 ist 15. Ist auch 15. Ginge also auch. Manchmal sind die Zahlen so groß, dass man die gaußsche Summenformel schon drauf haben sollte. So, und da kommt bestimmt raus, Luki Luki, 33.000. 33.000, 333 Euro und 33 Cent. Also ihr seht, das war eine alte Klausur. Ne? Ich habe die natürlich ein bisschen verändert hier. Ein paar andere Namen, andere Zahlen und so weiter. Nur das Niveau habe ich identisch gelassen. Also das müsst ihr können. Das müsst ihr können. Wer findet die Aufgabe schwer und wer findet sie leicht? Bisher, was ihr bisher so gesehen habt. Und wer findet sie so da drin? Mittendrin. Okay, Mittel. Geht. Mhm, sehr gut, sehr gut. Das ist ein gutes Zeichen. Wer sie nur mittelschwer findet, das ist schon ein gutes Zeichen, ja. So, Schritt 4. 3 setzen wir hier an, bei 4. Und zwar den Zinsanteil für dieses Jahr 33.333 Euro und 33 Cent. Und der Rest ist der Tilgungsanteil. Der Tilgungsanteil von 266.000. 300.000 spaltet sich auf zwei Komponenten auf. 33.000 und 266.000. So. Ja, genau. Wenn man weiß, wie, dann ist es leicht, ja. Alles klar. Stimmt, ich hätte euch am Anfang fragen sollen. Ja. So, ne? Also diese Zerlegung, die haben wir jetzt gerade gemacht. Das war der Sinn dieser Übung. Und dadurch ist natürlich auch klar, was dann hier die Restbuchwerte sind, etc., etc. Und dann müssen wir nur noch diese Sonderzahlung da gucken. Sonderzahlung, das ist ein Arab. Das ist also hier ein Arab. Und der wird aber, wie wird dann ein Arab hier abgeschrieben? Auch wiederum mit der Zinsstaffelmethode. Sonderzahlung, also 200.000 Euro. Und die AFA des Arabs, die AFA für die Sonderzahlung,
ist 200.000 Euro mal 5 durch 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Und da kommt raus 66.000. 66.667 Euro und 67 Cent. Ne? Und also war der Buchungssatz falsch, der in der Aufgabenstellung gebildet wurde. Viel mehr wird also gebucht. Ein Arab, ihn jetzt nur noch der Höhe, in der er am Jahresende dann sein wird. Das macht die IHK ganz gerne, dass sie den Endbestand des Arabs dann nur noch reinbucht. Man könnte natürlich auch Arab 200.000 Euro sagen und dann entsprechend die Abschreibung auch buchen. Oder man macht es halt so, wie es am Ende dann aussieht. Arab 133.000 an SBA, an sonstigen betrieblichen Aufwand. Das heißt hier, weil das nämlich zu hoch gebucht wurde. Der Aufwand wurde zu hoch gebucht und deshalb muss der Aufwand zurückgenommen werden in Höhe von 200.000 Euro. So, und das passt natürlich noch nicht genau. Der Rest ist Zins, Zins und ähnlicher Aufwand. Zins und ähnlicher Aufwand. 66.666 Euro, 67 Cent, alles klar, bam, das ist grün und fertig. Yes. Ne? Sodass wir also, letzte Zeile, sodass wir dann zu folgenden Restbuchwerten kommen, diese Maschine, technische Anlagen und Maschinen, hat einen bestimmten Restbuchwert am Ende. Und zwar 1.225.000. Ne? Die Maschine hat 1.225.000 Euro Restbuchwert. Die Leasingverbindlichkeit ist ja 1,4 Millionen abzüglich der Tilgung. Und das heißt entsprechend, dass diese Verbindlichkeit hier 1.133.333 Euro und 34 Cent dann ist. Und der Arab, der aktivische Rechnungsabgrenzungsposten, der hat einen Restbuchwert von 133.333 Euro und 33 Cent. Bam. Und darauf musste man kommen, indem man zwischendrin auch diese Leasingraten ausrechnet, indem man die Leasingraten nämlich zerpflückt und zerteilt in einen Zinsanteil und in einen Tilgungsanteil, um entsprechend dann zu sagen, was was ist. Fertig. So, jetzt dürft ihr jede Frage stellen, die ihr noch habt, bevor wir ein kleines Päuschen machen und es dann um 19 Uhr weitergeht mit Führungsstilen. Das heißt, genau, der Bilanzansatz, Konstanze, ist das hier, sind die Werte am Ende. Genau. Der Bilanzansatz am Ende des Jahres sind genau diese Restbuchwerte und die muss man dann zusätzlich auch noch angeben. Das war also wichtig und auch gefragt gewesen. Wenn man das hier nicht macht, dann reicht das nicht für eine 1 plus. Und ja, ich schicke diese, also ich schicke diese Lösung gern auch nochmal in maschinengeschriebener Schrift, Beata, rum. Ja. Dann musst du sie aber auch durcharbeiten, ne? Ist ja klar. Yes. Ja. Ich stelle gezielte Fragen nächste Woche. Wer Bock hat, nächste Woche, dann geht es um Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung, also bei Forderungen. Das ist ja dann immer auch wieder ein großes Thema. Ne? Wer also da Lust hat, der melde sich am besten heute schon an, denn dieses Webinar war, wie gesagt, sehr schnell voll, weil ich heute dann noch den Newsletter rausgeschickt hatte und dann nochmal die letzten 10 Plätze innerhalb von ein paar Minuten dann weg waren. Könnte das Thema drankommen? Ja. Ja, Sarah, das kann drankommen. Mhm. Wie ist die Maschine steuerlich zu behandeln? AFA auch lineare Abschreibung. Also, Ja, ja, ja. Wie es beim Operate Leasing funktioniert, Andreas,
Das Operate Leasing ist halt nicht hier dem Leasingerlass zuzurechnen. Das heißt, beim Operate Leasing machen wir das Ganze, bleibt die Bilanzierung beim Leasinggeber. Ne? Da verbleibt die Bilanzierung beim Leasinggeber und fertig. Ja, da macht man sich da keinen Stress und gut ist. Und gut ist. So. So, Molitz, die Frage ist immer natürlich auch, in welchem Jahr wurde es angeschafft? Ist es beweglich? Und dann ist tatsächlich zu gucken, ne, der Vergleich zwischen ein Fünftel mal 2,5, höchstens aber 25%, beziehungsweise dann hier entsprechend der linearen Abschreibung. So, genau. Also Operate Leasing, Andreas, halte ich für eine relativ nicht so sehr klausurrelevante Geschichte. Ich meine, natürlich ist das schon eine große Falle, weil wenn da das BMF-Schreiben angewendet wird, dann ist das ja entsprechend falsch. Ne, dann wird es entsprechend falsch. Das heißt, das BMF-Schreiben ist ausschließlich für hier den Fall anzuwenden, dass wir Finance-Leasing haben. Haben wir die Lösung von letztem Mal? Ich habe sie zumindest rausgeschickt, Christiane. Ich habe letztes Mal an die da waren, die Lösung mit der degressiven Abschreibung rausgeschickt. Ja. Wenn du sie nicht finden solltest, Christiane, schreib noch mal eine E-Mail, ne, dann kriegst du sie auch gerne. Yes, alles klar. Prima. Dann würde ich sagen, wer Bock hat, nächste Woche, ne, wieder einschalten, beziehungsweise gleich um 19 Uhr. Und dann machen wir kurz ein Päuschen und ja, wahrscheinlich sehe ich einige gleich zu Führungsstilen dann auch wieder. Video kommt auch morgen spätestens dann. Dann dürft ihr das alles nochmal durcharbeiten.